Und jetzt Jela Renecke. So, hätten wir es auch geklärt. So, Lord. Du hast eine Hose für mich. Ja, aber die bringt mir nicht wirklich was. Die ist zwar nicht schlechter jetzt insgesamt, aber auch nicht besser. So, dann wollen wir noch mal wieder raus hier. Das war dann alles relativ leicht. Muss man doch sagen, jetzt wenn wir zu Lokir K zurückkehren, dann wollen wir das doch mal machen. So. Hier geht's einmal rum. Ja. Netter Tempel, den sie ja. Ist das überhaupt ein Tempel? Ich weiß es gar nicht, was das hier eigentlich jetzt genau ist. Da haben wir jedenfalls wieder Schamanen. Hier kommt mein Zorn. Ja, dein Zorn. Wieso bin ich hier? Das weiß ich nicht, wieso du hier bist. Wahrscheinlich, weil du mich heilen sollst. Das heißt, kann ich zum Scharker Außenposten wieder Schnellreise machen? Ja, kann ich sogar. Da mache ich das doch mal. Warum sollte ich denn zu Fuß laufen? Eine Fähre würde löst geschickt. So, dann sind wir wieder hier. Dann heißt es jetzt auf in die Schmugglerphase. Tila ist tot. Ja. Die Dunkelheit muss einbrechen, damit das Licht heller leuchten kann. Ganz genau, denke ich. Vor den Adjudikatoren arrangieren. Warum solltet ihr euch vor den Voss rechtfertigen müssen? Ihr solltet nicht ja, mit diesem Schandfleck leben müssen. Das, toll. Sonst kann ich meinen Namen selten reinwaschen, aber in der Regel bin ich auch schuldig. Stellt ja. euch der Anhörung in Voska. Ich werde für euch sprechen. Schön, dann werden wir das doch machen. Begib dich zur Anhörung. Wo ist denn die? Naja, ich nehme mal das Taxi. So. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dann geht's los. Auf zur Anhörung. Das wollten wir ja immer schon sehen. Eine Gerichtssendung hier im Let's Play. In der ich mich rechtfertigen werde. So, Heldenbereich, die Albtraumlande. Die waren dann doch etwas sehr hart. Pass des Jammers. Ach, das kennen wir doch schon hier alles. Ja, Voska. Zuflucht. Und da sind wir wieder hier, beim Startgebiet. Dann wollen wir doch mal, wie kommen wir denn da eigentlich hin? Ich würde sagen, der einzige Weg führt nach da oben, dann gehe ich doch mal nach da oben. Wird wahrscheinlich schon ungefähr richtig sein, da ist ja so eine Brücke. Republikanischer Captain. Also man muss schon sagen, architektonisch ist das hier schon sehr beeindruckend, was die hier gebaut haben als einfache Brücke. Haben sie einfach so ein fettes Gebäude quasi hingezimmert. So, der Fremdlingsenklavenmarkt. Ich würde sagen, da muss ich über diese Brücke hier. Das ist nicht fair. Nicht? Genau dasselbe Recht hier zu sein wie du. Ach so, hast du das? Das ist ja schön. Ihr habt keine Rechte, ihr werdet diesen Ort verlassen. Und wo soll ich ihn? Soll ich von Voska handeln? Mit den Fremden. Ja, ah, ja. Sicher. Nachdem ich die Rotzbengel hier dafür bezahlt habe, das ganze Zeug herzuschleppen. Ganz genau. So, das ist ja wirklich so eine halbe Weltreise, wenn man hier über die ganzen Brücken rüber muss. Aber so ist das halt. Da kann man ja auch nicht viel tun. Ja.
Da geht's rein. Ich ersuche Mirev K. Ganz genau. Im Namen des Fremdlings. Der Fremdling wird des illegalen Handels mit den Gormaks beschuldigt. Ja, das werde ich. Annehmen? Das ja. will ich. Stimmt ihr beide dem Verfahren zu? Ja. Wir stimmen zu. Wie schön, dass der mich, Ich werde mich an die Regeln halten. Ihr werdet des illegalen Handels mit den Gormaks beschuldigt. Ja, das werde ich. Was dazu aussagen? Die Aufzeichnung zeigt alles, was ihr wissen müsst. Gila Renicky hat die Gormak-Monster verkauft. Ganz genau. Wir müssen uns beraten. Oh, wo kommen die denn plötzlich her? Waren einfach unsichtbare Richter da. Die Beweise sprechen für sich. Gila Renicky hat das Verbrechen begangen ja. und ihre Strafe bereits erhalten. Ganz genau. Euch werden weitere Vergehen vorgeworfen. Welche denn? Welches Vergehen? Ihr habt mit den Gormaks verhandelt, verbotenes Verhalten und die moralische Integrität eures Honores gefährdet. Ihr seid uns etwas schuldig. Bin ich das? Die Anklage lautete illegaler Handel, nicht? Ich habe nicht um eure Meinung gebeten. Nicht? Also wirklich? Das war meine Idee, ehrenwerte Adjudikatorin. Diese kleinen Verbrechen haben Gila Renicky gestoppt. Bestraft mich. Ich bin hier fertig. Wenn ihr wollt, ich verschwinde. Wenn ihr genau. jetzt geht, verliert ihr alle diplomatischen Privilegien hier auf Boss. Dann ist der schuld. Schon gut. Loki war's. Ich wollte ihn nur schützen. Ja. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist Loki Kars Entscheidung. Ganz genau. Geht, Fremdling. Das ist eine Angelegenheit für Voss. Ja, das ist mir dann egal. So, ein Anruf, den muss ich mal annehmen. Was ist los? Ja, was ist denn los? Wie ich höre, habt ihr bald eure Unterredung mit der Hohen Tieren. Da wollte ich vorschlagen, dass ihr hierher hinterherkommt. Da gibt es außergewöhnliche Geschäfte, die wir abschließen sollten, bevor ihr den Planeten verlasst. Geschäfte? Das klingt immer gut. Die Schnellreise ist noch nicht verfügbar, dann gehe ich mal zum Daxi. So. Hier ist die Korrumpierung. Da will ich doch gleich mal hin, damit ich hier Geschäfte abschließen kann, bevor ich den Planeten verlasse. Denn wer weiß, wann ich das nächste Mal hierher komme. Wahrscheinlich gar nicht. Warum sollte ich auch? Außer es verlangt eine Quest nochmal, dass ich hierher komme. Ich meine, manchmal ist das ja so, dass man auf Planeten nochmal zurück muss. Weil zum Beispiel der Corso wieder meint, er muss irgendwas erledigen. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Ja. So. Da gehen wir einmal hier ums Eck. Dann sind wir da bei der nächsten Brücke. Und dann wollen wir doch mal. Ein republikanischer Captain läuft hier einfach mal lang. Das ist mir aber auch egal. Der kann hier gerne langlaufen, wenn er das möchte. Ich gehe jetzt währenddessen einfach mal hier rum. Da haben wir jedenfalls die Fähre. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare. Ja, dann will ich dahin. So. Und hier hinunter. Und dann da durch den Tunnel. Und irgendwann sollten wir dann auch ankommen. So zumindest die Überlegung. Wahrscheinlich werden wir das überhaupt nicht tun. Ja. Das kennen wir auch alles schon. Wie man hier so die alten Pfade entlang fliegt. Das ist ja nichts Neues. Ach ja. Und dann geht es hier rum und dann sind wir auch fast schon wieder da. Beim Krätze. So.
Ach ja, da müssen wir jetzt hier wieder um den Berg hangen, weil der natürlich seinen Laden hier einmal quer im anderen Tal haben muss. Es ist irgendwo blöd, aber so ist es halt. Da kann ich jetzt auch wenig tun. Naja. Imperiales Kommando. Ach, Schnauze. Ich sagte Schnauze, also das gilt auch für euch. Geht doch. So. Ich muss dann hier einmal durch. In der Hoffnung, dass ich den Kretze irgendwann finden werde. Wird vielleicht heute noch passieren. Irgendwann. Naja. Ach ja, ich kann hier mal den Glückstreffer wieder aktivieren. Dann habe ich den nämlich wieder für eine Stunde. Das ist doch immer ganz nett, wenn man den hat. Und die Abklingzeit davon ist 5 Sekunden, damit man den eine Stunde benutzen kann. Das ist ganz toll. So, Schmugglerphase. Was wird uns dort erwarten? So. Gormak Sek ist hier auch gleich vorhanden. Das ist hier ganz nett. Guten Tag. Willkommen zurück, Captain. Wir beide scheinen eine Menge gemeinsame Freunde zu haben. Meine Kontakte wollen nicht riskieren, mich zu verstecken. Nicht? Sie sagen, dieser Mann kennt euch. Ja, das tut er. Ist Gila am Leben? Nein. Wird eure Familie nicht mehr belästigen. Danke. Ich werde nicht zusehen, wie Rogun eine neue Gila schickt, um uns zu kontrollieren. Ja, das werde ich auch nicht. Wollt ihr stattdessen unseren Ring übernehmen? Oh, ja. Diese Bestien sind das einzige von Wert auf dieser Welt. Naja, ich nehme einen Anteil. Wenn er Käufer hat, können wir liefern. Ja. Der hat immer Käufer. Davon profitiert, anstelle von Rogun. Ganz genau. Ich habe eine interessante Art Geschäft zu machen. Wenn ihr jemals einen Boss etwas aufziehen wollt, bin ich euer Mann. Viel Glück. So, benutzt das Holterminal deines Schiffes. Dann gehen wir jetzt noch mal wieder zurück zu... republikanisches Viertel. Da haben wir einfach noch Geschäftspartner gemacht. Das ist ja immer ganz nett. Ich meine, wir haben mittlerweile Geschäftsbeziehungen in die ganze Galaxis. Sagen Sie, hätten große Krieger. Sagen Sie das? Darauf, diese Behauptung zu überprüfen. Ach so. Das wirst du aber heute nicht mehr. Wir gehen nämlich an mein Schiff. Und schauen dann mal, was uns dort erwarten wird am Holo-Terminal. So. Sie werden erfreut sein, dass ich alle Sitzkissen auf diesem Schiff aufgepolstert habe. Ach so, hast du das? Captain, einer von Roguns Ehemann hat mir gerade ein interessantes Angebot. Ja, das weiß ich. Anscheinend hat er eine exotische Kavallerie, die einen zu Hause braucht. Ah ja. Das ist euer Werk, nehme ich an. Ja. Also... Roguns Geschäfte liefen über Gormak Sek. Und Sek arbeitet jetzt für mich. Ganz genau. Ihr habt's einfach drauf, Captain. Es gibt keinen anderen Gauner in der Galaxis, der euch wirklich? Das erreichen kann. Rogun ist auf dem Rückzug. Ach so. Er ruft seine noch lebenden Lieutenants zu einem Kriegsrat ein. Ah ja. Ich habe alle Verstecke von Ivory überprüft. Dass er auf Tatooine scheint, das einzige zu sein, das noch aktiv ist. Dann fliege ich dahin. Talent dafür, immer im falschen Moment aufzutauchen. Drehen wir den Spieß doch mal um. Ganz genau. Klingt gut. Ich wünschte, ich könnte sein Gesicht dabei sehen. Ja, das wünschte ich auch. Ach ja, das werde ich ja. Um mit Rogun abzurechnen und das ganz genau. Verbrecher-Imperium in der Galaxis zu übernehmen. Ja. Dann reisen wir jetzt nach Tatooine und werden uns dieser Sache annehmen. So. Tatooine. Reisen. Das ist ja schön günstig, dahin zu reisen.
Erkunde den Eingang der versteckten Festung. Tolle Mission. Muss man einfach sagen. So, dann wollen wir doch mal hier hinaus.